Hose im Ärmel, schnelle Bretter und gute Nerven. Eine fulminante Mischung für ein sportlich elegantes Event im Angesicht von Gefahr, Rivalität und Verführung. Bereits zum 5. Mal lud Kitzbühel zur Ian Fleming Ski Challenge in die Gamsstadt. Zu Ehren des legendären Bond-Autors, der 3 Jahre seines Lebens in Kitzbühel verbrachte, stand das Wochenende ganz im Zeichen von Casino-Nervenkitzel, sportlichem Adrenalin und Jet-Set-Eleganz. Wir finden die Idee so gut und die Idee hat so viel Witz und die hat so viel Style in sich und deswegen unterstützen wir das. Ian Fleming, der hat halt einen echten Bezug zu Kitzbühel. Das ist nicht irgendeine Geschichte, der hat hier 3 Jahre gelebt. Du hast Bond-Flair mit James-Bond-Musik. Möglicherweise gibt es nächstes Jahr ein Wochenende, was sich gewaschen hat. Das wird echt der Hammer. Fleming selbst bezeichnete seine Kitzbühler Zeit als die goldenen Jahre. In Flemings Werken finden sich daher auch immer wieder Hinweise auf die Aufenthalte in Kitzbühel. Eine gewisse Affinität zum Wintersport lässt sich da schon feststellen und dieser könnte durchaus inspiriert sein von Kitzbühel. Ich denke da speziell auch an eine Verfolgungsfahrt in der Bobbahn. Die Bobbahn hat es in den 20er Jahren in Kitzbühel gegeben und das war natürlich der Wintersport dort und das hat er sicher mitbekommen. Er bezog Quartier in der damaligen Pension Tennerhof, dem heute traditionsreichen 5-Sterne-Relais und Chateau-Hotel mit Panoramablick auf den Hahnenkamm. Ja, es gibt eben dieses Zimmer, wo er ja relativ lange gelebt hat hier. Die Bar gibt es noch. Was ich noch von meiner Großmutter weiß, scheint er recht ein lustiger Knabe gewesen zu sein. Ja. In Kitzbühel genoss Fleming das Nachtleben, lernte Skifahren und wurde zu späteren James-Bond-Abenteuern wie Casino Royale oder On Her Majesty's Secret Service inspiriert. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Blackjack-Turnier und ein Pullover-Skirennen im 50er, 60er, 70er Stil vom Kitzbüheler Horn Programmhöhepunkte sind. Kitzbühel has a history with Ian Fleming and I think that it needs to be embraced as a part of the civic infrastructure. There should be a sculpture of Ian Fleming here. Bond, Klischee, Willy Pogner, Fahrt den bösen Russen davor und das ist schon irgendwie, das passt gut hierher. Passt einfach, weil der sehr lange hier gelebt hat und der hat sehr viele Bücher von hier aus geschrieben. Es war einfach eine super wichtige Person für diese kleine Stadt. Kitzbühel ist ein überaus glamouröser Ort und von dem her eine super Verbindung. Wir wollen die Veranstaltung ausbauen, mehrtägig machen und so einen fixen Event quasi jedes Jahr neu erwachen lassen.